Ich
Jetzt machst du mich aber doch stutzig. Nein, Mutter. Meine Eisenkruste ist schon lang geschmolzen. Aber dann nicht etwa wegen Nelly. Weißt du, Marisch, wenn du so etwas glaubst. Und jetzt muss ich echt ein paar Fragen machen. Ich muss mich dann auch noch recht malen, wenn man schon muss nicht zu ehren. Es hat mir einfach keine Ruhe. Gebu, hier oder her. Jetzt werden
oder dann abfahren. So wie ich gehört habe, haben sie gesagt, Knecht und Mäcker wollen die, die am Sonntag kommen. Und sonst gäbe es die Verhaltsmaschine. Da können sie einfach abstellen, wenn wir sie nicht brauchen. Also ich sagte, wenn es dir so weit ist, dann gehen wir nieder. Mensch, hätte ich nicht viel besser gepasst als Frau Verlöbel. Auch das Baby von meiner Nelly. Hast du gekocht? Könnte ich dir nicht mehr zweifeln. Und die Schwiegermutter, die würde auch nicht mehr lange leben. Thank you.
ist eine ordentliche Gesellschaft abgefahren. Nelly und der Löbi hochanständig, neben der schönen Nelly, hinter ihm der Bauer und seine Herrscherin. Oh, jetzt besser als neben mir. Jetzt haben wir den Reibahn im Berghäuschen hinten. Jetzt drohen wir etwa den Sonnenhof-Bubi nicht mehr in den Beinen rum. Ich denke, wie kommst du denn raus? Wann bin ich jetzt? Oh, du musst dir das ganze Leben führen. Ja, warte, du, Rüssel, du alter Kutz. Mach dich mal ein bisschen Musik, dann kann ich ein bisschen tanzen mit der Goldenen Katrin. Mit dir tanzen kannst du nicht, nur dass du gerade weißt. Nur nicht zu frech. Ich bin schon mit anderen